Yo, Freunde, was geht ab? Ich habe ja neulich dieses schöne Pitbike ausgepackt und aufgebaut. Und heute werden wir damit mal uns auf den Weg machen. Ich habe mir hier jetzt auch einen neuen Helm geholt, wie ihr sehen könnt. Mit Brille, in der Brille. Schaut euch das mal an. Also ich brauche eigentlich eine Brille zum Fahren. Und das ist eine richtig geile Sache, weil diesen Einsatz kann man einfach rausnehmen, in eine andere Brille stecken. Und ist halt mega geil einfach. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ansonsten haben mir sehr viele unter meinen Enduro-Videos geschrieben, dass ihr unbedingt Schutzkleidung braucht, Stiefel und so. Ist schon alles bestellt, wird die nächsten Tage kommen. Heute muss ich nochmal ohne Schutzkleidung fahren, aber ich werde vorsichtig sein. Deswegen macht euch keine Sorgen. Das Wetter ist, wie ihr hier sehen könnt, auf jeden Fall auch richtig geil. Bin mal gespannt, was das wird hier mit dem gefrorenen Boden. Ich bin heute auch nicht alleine unterwegs. Und zwar haben wir hier noch zwei Kollegen. Einen mit einer Rio MRT 70, also eigentlich so eine, wie ich auch habe. Aber halt mit Stollenreifen, wie ihr hier sehen könnt. Warte mal, was soll ich sagen? Der hat auch einen YouTube-Kanal, Link ist in der Beschreibung. Und dann haben wir hier noch so ein richtig schönes Rennmotorrad. Aber auch mit Stollenreifen. Ja, bin ich mal gespannt, was das heute wird, ey. Sehr oft habe ich in den Kommentaren auch gelesen, wo es das zu kaufen gibt. Ich hatte ja den Shop verlinkt. Rasant Versand. Leider ist das Bike aktuell ausverkauft. Aber dort gibt es auch noch ganz viele andere Bikes. Falls ihr Interesse habt, Link ist unten in der Beschreibung. Schaut da gerne vorbei. Eigentlich müsste ich das ordentlich einfahren, so die ersten 3 Stunden. Aber Freunde, ihr kennt mich. Ich habe es nicht so mit dem Einfahren. Im letzten Video auch schon direkt Vollgas gegeben. Ansonsten soll man das Einfahren nach 3 Stunden dann Ölwechsel machen. Aber ich werde das halt so auf meine eigene Art und Weise einfahren. Also mir ist schon bewusst, man sollte das nicht so machen. Aber ich mache es trotzdem. Und bisher ist auch nie was passiert. Ben hat ein bisschen zu viel Reifendruck vorne drauf. Muss er jetzt erstmal entlüften. Und dann werden wir hier sofort auf die Wiese fahren. Dann gucken wir mal, was das Pitbike hier so kann, ne? Der Boden ist so hart, Mann. Ich habe mir fast den Arsch gebrochen. So, hier kommen die Spuren. Alles gut, ja. Nichts passiert. Oh, Freunde, habe ich hingelegt, ey. Ich habe es auch provoziert. Wird Zeit, als Schutzausrüstung bekommen. Ich denke mal, das gehört dazu. Dem Moped ist, glaube ich, auch nichts passiert. Das war auf jeden Fall schon spaßig, du. Oh, dem Moped ist auch was passiert. Meine Bremse ist hier ein bisschen verbogen, aber das ist halb so wild, glaube ich mal. Und hier habe ich ein bisschen Gras gefressen, du. Hallo? Junge, was ist los mit der hier? Oh. Der hätte jetzt abgebrochen. Nee. Oder? Nee, doch nicht. Das sah nur so aus. Oh, das war eine Geburt, ey. Ben braucht jetzt mal eine Frühstückspause nach 15 Minuten. Mann, meine Hände haben gerade angefangen warm zu werden. Also Freunde, ich muss sagen,
für die ersten 15, 20 Minuten jetzt auf dem Pitbike. Ja, ich bin begeistert. Also es ist nicht langsam. Wenn man Gas gibt, dreht auch oft der Reifen durch. Also man kann schon was starten mit dem Ding. Und ihr habt gesehen, ich bin hingefallen. Es lebt noch. Bremse habe ich auch wieder gerade gebogen. Also alles wirklich kein Problem. Ich kann mich nicht beschweren. Wir fahren jetzt ein bisschen mal in den Wald rein. Vielleicht finde ich da den einen oder anderen Berg. Und dann gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Jetzt hier im Gelände, wo es mal ein bisschen holpriger ist und so, ein paar Wurzeln da sind, ja, da merkt man schon deutlich einen Unterschied jetzt zu meiner KTM. Aber da kann man auch nichts anderes erwarten. Ich meine, das Ding kostet neu nur 1100 Euro. Da kann man sich jetzt nicht so eine Profimaschine erhoffen, ne? Oh, what the fuck, ey. Schauen wir mal, ob das hier im Ben-Bolland-Test besteht, ne? Schauen wir mal. Erster Gang nach oben, ne? Ja. Boah, voll laut. Ja. Ey. Und Ben, was sagst du zu dem Lachs? Also ich finde, das ist ein richtig nice Spaßbike. Man hat zwar kleine Reifen, ich bin ja beide gefahren. Ich merke halt über das Drehzahlband, dass die jetzt tatsächlich mehr Leistung hat. Und durch die kleinen Reifen hast du aber tatsächlich viel weniger Traktion. Also das heißt, es ist voll das geile Spaßbike. Du rutscht in den Kurven wie Sau. Okay, danke für dein Fazit. Ben Bolland-Test bestanden oder was? Sowas von mach Bock. Das ist das Wichtigste. Wir machen jetzt ein kleines Päuschen, dann hole ich die KTM. Der andere Kollege nimmt dann hier das 140 Kubik Bike und dann fahren wir nochmal los, schöne Tour machen. Alter, ich habe mich gerade so gefangen, das war so knapp, ey. Alter, du bist auch hingeflogen, Alter. Oh, Junge. Digga, das Ding ist so schwer. Oh. Ich glaube, irgendwas ist bei mir krumm, Alter. Es fühlt so scheiße an, wenn ich jetzt nach rechts fahre. Ja, wie es aussieht, ist mein Lenker ein bisschen krumm. Das fühlt sich jetzt komisch an. Aber Ben hat gerade gemeint, das ist normal. Man gewöhnt sich daran. Na, das will ich stark hoffen, dass ich mich daran gewöhne. Mal gucken. Aber gerade wenn ich jetzt nach rechts fahre, das fühlt sich einfach so kacke an. Na, mal schauen. So, jetzt fahren wir hier ein bisschen durch den Wald. Wir haben gerade den dritten Kollegen verloren. Mal gucken, wo der ist. Und ansonsten hier im Wald. Ich habe keine Schutzausrüstung an. Deswegen jetzt auf jeden Fall mal etwas entspannter. Keine Experimente machen oder so. Nicht, dass ich hier noch auf eine Wurzel falle. Ja, und ich glaube, das tut dann ganz schön weh, du. Aber ab und zu mal so Gas geben.
das kann man schon machen. So ist ja nicht, ne? Okay, Freunde, ich bin angekommen. Ich lebe noch. Der Lenker ist jetzt minimal krumm. Merkt man deutlich beim Fahren. Ansonsten hier das Teil ist jetzt auch etwas locker. Aber ich glaube, das ist nichts Wildes. Kommt halt mal vor, ne? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hatte auf jeden Fall richtig Spaß heute. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr noch mehr Enduro sehen wollt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Und hier könnt ihr euch noch zwei weitere Videos anschauen. Peace.